Im Namen aller Pharos Schwestern frohe Weihnachten und vor allem ein gesegnetes Fest. Heute geht's im Video eigentlich nur um meine Nasen-OP. Viele von euch wissen, dass ich mir die habe machen lassen vor kurzem. Erstmal vorab möchte ich sagen, dieses Video ist nicht dafür da, dass ich euch irgendwie dazu motivieren möchte, auch eine Nasen-OP zu machen. Auf gar keinen Fall, nein. Das ist lediglich ein Video aus meiner Sicht, meine Erfahrungen, wie ich es erlebt habe, weil viele volljährige Zuschauer von uns haben mich darum gebeten, weil die es auch in Ansicht hatten und sich einfach nur in ihrer Meinung vielleicht bestätigt oder nicht bestätigt fühlen wollten. Und an die unter 18-jährigen süßen Mädels, die mir geschrieben haben, oh Simav, ich will mir die auch machen. Lebt erstmal euer Leben, ihr seid noch sehr jung und der Körper verändert sich. Als ich noch minderjährig war, dachte ich mir, oh meine Haut, ich muss jetzt irgendwas machen, meine Haare sind dies, ich bin dick, meine Nase. Ich wollte immer irgendwas an mir ändern, aber wartet erstmal ab, wirklich. Wartet ab, bis ihr 18 werdet und wenn ihr merkt, mit 18 seid ihr immer noch nicht damit zufrieden, was euch an euch stört, dann könnt ihr es immer noch überdenken. Ne? Aber jetzt auf gar keinen Fall. Ich habe auch eine Frage von einem sehr süßen Mädchen gekriegt, die ist eigentlich eine ständige Abonnentin von uns. Sie war sehr traurig, weil sie in der Schule deswegen gemobbt wird und sie ist 16 und sie möchte jetzt eine Nasen-OP. Mach's nicht. So, und jetzt kommen wir zu euren Fragen, also die, die am häufigsten gestellt wurden. Also, die erste Frage war, für wie viel hast du es machen lassen? Also, es ist bei jedem Operateur verschieden. Ich habe gehört, in Türkei kostet das nur 3000 Euro. Bei dem Operateur, wo ich es habe machen lassen, nimmt er dafür 5900 Euro. Ja, OP-Vorbereitungen. Was wurde vor der OP gemacht? Das Einzige, was vor der OP gemacht wurde, waren eigentlich nur Bluttests. Also da habe ich mir Blut abnehmen lassen und da mussten...